keep it simple. Da, da ist noch eine Tür. Ach, das ist die Toilette. Cool. Und das passiert, wenn man zu früh in der Karibik sich auf einen nassen Liegestuhl setzt. Ja, lauter Feingeriebene. Feingeriebene. Muscheln. Oh, der Sand ist warm. Oh, und das Wasser ist warm. Oh. Oh, es ist schön warm. Morgen an der Karibikküste. Ein Traum. Komm mal, test mal. Mein Mann testet jetzt das Wasser. Moment, das muss ich filmen, das muss ich filmen. Das Wasser ist wärmer als die Außentemperatur. Und es ist jetzt schon so warm, dass wir im T-Shirt rumlaufen und es ist eigentlich schön warm. Und ich denke mal, dass es halt richtig schön und heiß wird. Na Maus, sag mal, was sagst du hier zu den Mangos? Wir haben gestern Abend schon Mangos gegessen und Ananas. Die Früchte hier sind gigantisch. Das ist was man in Deutschland nie bekommen kann. Das ist vom Geschmack her jenseits von dem, was wir an Früchten kennen. Und ich werde jetzt noch das Wasser holt mich. Und wer ist schuld? Die Nelly. Nelly, geh doch du ins Wasser. Ich war ja schon. Die Sonne. Und das Boot kommt immer näher und näher. Ich habe schon gesagt, es wird Speed 3. Also ich kann jedem nur so einen Urlaub empfehlen, bevor er
einen 5-Sterne-Urlaub in Sizilien oder Europa macht. Zeig mal deinen Arsch. Ist der auch gemacht? No, bei ihm sieht man es nicht so. Ey, vorher kam die Flut und ich war unter Wasser. Die Flut. Also so schön. Keiner glaubt, wie gut das tut mit den Füßen da so im Strand. Das Wasser ist wärmer als die Temperatur. Das Wasser hat 25, 30 Grad. Wir gehen jetzt dann frühstücken und danach ab an den Strand. Dann legen wir uns auf so eine Hängematte.